willkommen zu meinem letzten Vlog hier aus Florida. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum letzten Vlog hier auf meiner Walt Disney Cruise Reise. Und ja, es ist strahlend blauer Himmel hier in Port Canaveral. Wir sind schon da, es sind nur 4 Grad, aber trotzdem schwind hoch, die Sonne scheint. Und ja, wir haben jetzt gerade hier unsere Wasserflaschen aufgefüllt und gehen jetzt zum Frühstück. Müssen noch fragen, wann unser Shuttle eigentlich zum Flughafen fährt. Haben wir irgendwie keine Info zu bekommen. Unsere Koffer wurden schon abgeholt und ja, jetzt geht es nochmal ins Royal Palace zum letzten Frühstück. Und ja, dann geht es demnächst auch runter vom Schiff. Kein Wölkchen am Himmel, so schön, aber auch relativ kühl. Aber mein Spirit Jersey wärmt mich, ja. Und dann haben wir noch sehr, sehr viel Zeit am Flughafen. Unser Flug geht erst um 7:30 abends und dann 9 Stunden Richtung Frankfurt. Aber erstmal geht's zum Frühstück. Ja, das war tatsächlich ein schneller Abgang vom Schiff, denn eigentlich wollte ich euch nochmal das Frühstück zeigen. Aber ich bin dann zur Rezeption, weil wir keine Info hatten, wegen dem Transfer-Shuttle-Bus zum Flughafen, bei der jetzt hinter mir steht. Und ja, und dann sind wir zur Rezeption, es war irgendwie kurz nach 8 und hätten eigentlich um 7:45 frühstücken sollen, was ja zu uns assigned wurde sozusagen. Uns wurde gesagt, 7:45 Frühstück. Und er fragte, nö, also wenn sie den Shuttle noch kriegen wollen, müssen sie jetzt gehen. Weil man muss ja nochmal durch Customs, also ne, im Prinzip wie man nach Amerika reinkommt, muss man hier nochmal zum Border Control, Passport zeigen, etc., Esther und so. Und ja, also ja, gehen sie am besten jetzt, sonst kriegen sie den Bus nicht mehr um 9. Wir kein Frühstück, kein Kaffee, nix. Wir sind dann schnell ins Cabanas gerannt, haben uns Bananen geschnappt, die man übrigens auch nicht mitnehmen darf in die USA. Das heißt, wir mussten vor Customs noch schnell uns 2 Bananen reindrücken. Haben uns Kaffee geholt, den durften wir mitnehmen. Ein paar Croissants beim Cabanas und eine Cinnamon Roll und dann sind wir los. Oh, und jetzt ist, wir haben es tatsächlich sehr schnell geschafft. Also hätten ein bisschen uns langsamer, also müssen uns nicht so ganz stressen, aber wir wussten ja nicht, wie lange es bei Customs dauert und so. Aber jetzt sind wir da, Koffer sind ja schon im Bus und jetzt trinke ich noch meinen Kaffee aus, wo es dann zum Flughafen geht. Ach, das war jetzt sehr, sehr stressig und sehr unerwartet. Also ich habe dem auch an der Rezeption gesagt, sorry, they don't speak English, so. In now, okay, okay. Ja, also nochmal zur Story mit an der Rezeption. Ich habe ihnen dann gesagt, ne, also wieso, wir haben da keine Info zu bekommen aufs Zimmer. Normalerweise kriegt man Infos, wann irgendwas läuft, ne, und warum kriegen wir dann eine Frühstückszeit für 8:30, 9:30? Ist das Licht. Und wir müssen aber schon um 9 beim Frühstück sein, beim Bus sein. Konnte er mir auch nicht beantworten. Also gehen sie einfach jetzt. Alles klar. Ja, wir sind dann super schnell vom Schiff, konnten uns nicht mehr richtig verabschieden vom Schiff. Naja, jetzt sitzen wir im Bus und jetzt geht's zum Orlando Airport und wir sehen uns dann da. Ja, wir sitzen jetzt schon seit einiger Zeit hier am Flughafen und ich musste tatsächlich noch alle Einreisesachen ausfüllen für Deutschland. Also man muss keinen Test mehr machen, es reicht, wenn man geimpft ist, vollständig, aber das ist trotzdem viel Papierkram. Also man braucht ein Einreiseformular für Deutschland, wo man dann auch den Impfnachweis hochladen muss. Ähnlich wie wenn ihr nach Disneyland Paris fahrt, ist im Prinzip dasselbe System, ihr müsst dann nur das Land ändern. Und wir haben dann, ich habe dann alles eingetippt für uns und Lufthansa wollte das Einreiseformular auch sehen und auch unseren Impfnachweis nochmal. Alles gemacht, eingecheckt, Bordkarten bekommen. Jetzt unsere Koffer haben wir noch hier. Die können wir erst 4 Stunden vor Abflug abgeben. Und jetzt sitzen wir hier unten auf so Sesseln und sind zwischendurch mal draußen. Die Sonne scheint, das ist echt warm. Die ganze Woche soll es über 20, sogar am Freitag 29 Grad werden. Wir waren in der falschen Woche hier. Naja, das weiß man aber vorher nicht. Und jetzt wärmen wir uns immer ein bisschen in der Sonne auf. Und Kaffee bei Starbucks, gehen noch gleich durch die Shops ein bisschen. Und ja, schlendern so oder vertreiben uns hier die Zeit. Ich werde gleich den ersten Vlog schneiden. Lade gerade all meine Bilder von der Fotopass-App. Ist denn hier passiert? Fotopass-App runter. Und ja, was haben wir denn uhrzeitmäßig? Meine Uhr ist kaputt gegangen. 10:50. Und um 7:30 ist unser Flug.
Gegen 4 können wir die Koffer abgeben, aber jetzt gehen wir erstmal durch die Shops und Kaffee holen. Thank you.
Ja, wir haben eingecheckt, hat alles funktioniert. Sie haben nochmal den Impfpass geprüft, Reisepässe, Gepäck gewogen, hat alles gepasst, alles drin, Handgepäck passt auch. Und ja, jetzt müssen wir uns verabschieden vom, also noch nicht ganz, aber von dem schönen Gebäude hier. Denn wir müssen jetzt durch Security und dann unser Gate suchen. Ja, war schön. Bis zum nächsten Mal, Orlando Airport. Ja, wir sehen uns dann gleich. Denke ich mal am Gate wieder. Wir sitzen jetzt im Flieger und es ist, glaube ich, 7:30 gleich. Geht also demnächst los. Draußen kann ich euch nicht so viel zeigen. Es ist nämlich dunkel. Ja, ihr müsst jetzt bei Orlando oder doch bei Orlando vielleicht an. Wir müssen uns jetzt bei Orlando verabschieden. So, jetzt habe ich es. Gleich gibt es noch Abendessen und dann wird geschlafen und dann gibt es morgen früh noch Frühstück. Und dann landen wir gegen 10:30. Und ja, ansonsten lief alles reibungslos und wir sehen uns in Deutschland wieder. Ja, zurück in der Realität, zurück in Deutschland oder jetzt, wo ich gerade sitze, in der Schweiz bei meinem Freund. Genau, deswegen auch die etwas andere Umgebung. Aber ja, ich habe jetzt hier gerade Zeit und deswegen nehme ich jetzt hier das Fazit auf. Es ist natürlich schon ein bisschen länger her, dass ich aus Orlando zurückgeflogen bin, aber ich habe mir natürlich mal Notizen gemacht, damit ich auch nichts vergesse, euch mitzuteilen. Genau, es gibt, ich möchte mich auch gar nicht so lang fassen, das Video geht ja schon ein bisschen. Und damit es den Rahmen nicht sprengt. Ja, was habt ihr gesehen? Ihr habt erstmal gesehen, wie abrupt wir vom Schiff runtergegangen sind. Also wir hätten gerne noch in Ruhe gefrühstückt. Wir hätten uns gerne in Ruhe von dem Schiff verabschiedet. Aber irgendwie war da irgendwas schiefgelaufen mit der Kommunikation. Und so wie ich auch dann später verstanden habe, sind auch mehrere Busse zum Flughafen gefahren. Also so ein ganz... Ganz verstanden habe ich das, muss ich sagen, nicht. Also es war ein unerwarteter, schneller Abgang vom Schiff. Hätten wir uns anders erwartet. Und dann natürlich die Zeit am Flughafen. Ich weiß nicht, wann wir dann ankamen. Ich glaube, gegen 11 waren wir dann am Flughafen. Und es war einfach wirklich verschwendete Zeit an dem Tag. Also der Tag war eigentlich verschwendet. Das war halt so ein bisschen das Problem, was ich jetzt auch im Nachhinein so also ansehen würde, weil man wird halt morgens vom Schiff runtergeschmissen oder rausgeschmissen und die meisten Flüge nach Europa sind halt erst abends. Unser Flug ging, glaube ich, 7:30 abends und deswegen hatten wir im Prinzip noch einen ganzen Tag, aber den wir nicht füllen konnten, denn erstens natürlich, wir hatten unser Gepäck, wir hatten den Shuttle gebucht von Port Canaveral zum Airport. Ja, was macht man dann mit seinem ganzen Gepäck? Dann steht man da
Und deswegen mussten wir uns den Tag am Flughafen vertreiben. Würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so machen im Nachhinein. Ich würde tatsächlich vielleicht die Cruise entweder am Anfang setzen von Walt Disney World oder halt vielleicht zwischendrin. Also, dass man, ne, vielleicht eine Woche macht, eine Woche ins Hotel geht, dann auf die Cruise und dann nochmal ein paar Tage ins Hotel, weil dann hat man wirklich nicht so verschwendete Zeit. Und der Shuttle zurück, also der Shuttle von Disney Cruise bietet das ja auch an, zurück in ein Disney Resort Hotel zu fahren. Also, genau, also das war auch ein Urlaubstag von mir und ich finde halt, der war wirklich krass verschwendet, weil ich dieses Jahr wirklich sehr knapp an Urlaubstagen bin. Und ja, aber jetzt war es so, deswegen, das war so ein Kritikpunkt von mir, dass wir den letzten Tag eigentlich verschwendet haben. Und das Wetter war tatsächlich so schön. Wir haben dann immer ein bisschen draußen gesessen am Flughafen, aber wir hatten ja wirklich, das war ja auch noch so eine Sache, echt Pech mit dem Wetter. Klar, auf Castaway Key, der letzte Tag, der war super schön, bisschen frisch, aber einer der besten Tage, die wir tatsächlich hatten. Und auch die ersten ein, zwei Tage waren auch noch schön. Und dann sind ja die Temperatur gesunken. Das war uns, also das war mir schon klar. Also klar ist jetzt vielleicht übertrieben, aber mir war es bewusst, dass es im Januar schwanken kann. Die Temperaturen können im Januar schwanken von, wie wir hatten, 3 Grad bis hoch zu 25, 26 Grad, wie wir es am letzten Tag oder auch einer der anderen Tage hatten. Das ist halt in Orlando so, in Florida das Wetter. Und damit mussten wir rechnen, wenn man im Januar fliegt. Würde ich jetzt aber tatsächlich jetzt nicht mehr als Reisezeit wählen. Also wir waren jetzt im Januar da und angeblich hätte es auch Low Season sein sollen, laut dem Crowd-Kalender. Aber war überhaupt nicht, also für meinen Geschmack war es überhaupt nicht low. Und ich habe auch, glaube ich, bei Dein DLRP mal in der Gruppe gelesen, dass Dörte geschrieben hat, dass es zwar jetzt tatsächlich Low Season wäre, aber wirklich viel los ist in den amerikanischen Parks. Ist wahrscheinlich der Pandemie geschuldet, dass jetzt alle natürlich dahin hinströmen, waren lange zu Hause, haben lange nichts unternommen. Und dann wollen sie jetzt wahrscheinlich alles wieder mitnehmen. Ob sich das irgendwann wieder normalisiert, keine Ahnung. Aber deswegen würde ich jetzt auch nicht mehr nochmal den Januar wählen. Genau. Ansonsten hatten wir ja in Epcot das Food and. Was hatten wir da? Ne, nicht Food and Dine. War es? Doch. Food and Wine war das nicht. Was hatten wir denn nochmal? Ach, Festival of the Arts. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ja. Das war auch in Ordnung. Ich würde tatsächlich mal Epcot mit dem Flower and Garden Festival sehen, irgendwann mal. Ja, aber das ist jetzt sehr, sehr detailliert. Ansonsten hatten wir damals ja noch einige Corona-Maßnahmen, die ja mittlerweile komplett weggefallen sind. Also wir hatten ja noch, dass man auf den Attraktionen Maske tragen muss, dass es keine richtigen Paraden gab, nur diese Cavalcades, also wie bisher in Paris, ist also ein Wagen oder zwei oder drei durchgefahren sind. Shows haben stattgefunden, aber ich glaube, zum Beispiel die Lion King Show war auch durch die Maßnahmen halt reduziert oder etwas angepasst worden. Und ja, das hat natürlich schon ein bisschen gefehlt. So die richtigen Paraden, die hätte ich schon gern gesehen. Ist ja jetzt wieder die richtige Parade. Und ja, also das war auch noch so. Klar, wir wussten es, dass es die Corona-Maßnahmen gibt. Wir sind ja nicht einfach ahnungslos dahin geflogen. Wir haben es ja in Kauf genommen. Das ist ja bei jeder Reise in den letzten 2 Jahren. Man musste die Maßnahmen in Kauf nehmen oder man bleibt halt zu Hause. Ja, aber jetzt sind ja alle Maßnahmen weg. Noch ein Grund mehr, nochmal dahin zu fliegen. Und halt auch wegen der Parade und Expedition Everest hat ja bei uns auch zu, leider. Hätte ich auch wirklich gern gefahren. Soll wirklich richtig cool sein und auch Splash Mountain. Also das sind alles so Sachen, die ich gerne noch mitgenommen hätte, aber ein Grund mehr, nochmal hinzufliegen. Ja, und generell ist es natürlich eine ganz andere Welt als Disneyland Paris. Also das kann man fast gar nicht vergleichen. Klar, es gibt Attraktionen, die auch in Disneyland Paris und auch in Walt Disney World stehen. Und ich muss sagen, kurz gefasst, alle Attraktionen, die ich in Walt Disney World gefahren bin, die es auch in Disneyland Paris gibt, fand ich in Disneyland Paris besser. Also, was war Space Mountain, Pirates, was haben wir denn noch? Dumbo, so Sachen, die es halt bei uns auch gibt. Und Peter Pan bin ich leider nicht gefahren, da auch wie bei uns in Paris die Wartezeiten super lang sind und ich habe auch keinen Genie Plus am letzten Tag dafür bekommen. Deswegen sind wir das nicht gefahren und auch Ratatouille zum Beispiel bin ich nicht gefahren, weil da auch immer sehr lange Wartezeiten waren und Lightning Lane wollte ich mir jetzt nicht kaufen, weil
Attraktionen, soweit ich das mitbekommen habe, 1 zu 1 in Paris, steht halt nur auf Englisch in Orlando. Ja, ansonsten bleibt mein Herz natürlich trotzdem immer bei Disney in Paris. Also klar, es ist super imposant da zu sein, die Größe der Parks, die Menge an Attraktionen. Es ist eine ganz andere Welt. Also man kann es sehr kaum vergleichen zu Disney in Paris. Aber mein Herz bleibt trotzdem immer bei Disney in Paris. Es wird immer mein Zuhause sein, mein Homepark, den ich immer wieder gern besuche. Aber ich möchte natürlich auch noch die anderen Disney-Parks sehen und erleben und auch nicht nur einmal wahrscheinlich in meinem Leben. Also Walt Disney World wird bestimmt das ein oder andere Mal noch auf meiner Liste, auf meiner Ausflugsliste stehen. Ja, was kann ich noch Positives erwähnen? Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, dass ich auch nichts vergesse. Also ich habe ja auch ein Q&A gedreht für euch, wo ich ja eure Fragen beantwortet habe und auch solche Sachen gezeigt habe wie Amazon Fresh, wie ich bestellt habe. Also wenn ihr das nochmal sehen wollt, verlinke ich euch gerne bei dem i. Schaut da gerne mal rein. Wie gesagt, Amazon Fresh habe ich euch gezeigt. Ich bin nochmal auf die Preise eingegangen und habe alle möglichen Fragen von euch beantwortet. Also Amazon Fresh kann ich jedem empfehlen. Ist gar kein Problem. Ihr könnt da euch Getränke bestellen, Snacks und ins Hotel liefern lassen. Aber wie gesagt, da guckt nochmal im Q&A-Video nach. Ansonsten die Britta-Flasche, die ich auch da vorgestellt habe, verlinke ich euch auch gerne nochmal unten bei dem i von Amazon. Die ist wirklich Gold wert gewesen. Also ich habe nie so viel mitschleppen müssen. Ich hatte einfach nur die Britta-Flasche dabei. Und dann konnte ich mir überall an den Toiletten gibt es Wasserspender oder auch mit gibt mittlerweile so richtig für Flaschen auch Wasserspender. Also normalerweise sind das diese, wo man mit dem Mund hingeht. Aber es gibt auch mittlerweile solche in Galaxy's Edge richtig große Wasserspender, wo man die Flasche auch komplett runterstellen kann. Und für mich war es überhaupt nicht chlorhaltig, ob es jetzt an dem Filter lag oder ob es generell, ich habe das Wasser nicht ohne Filter probiert, muss ich sagen. Ja, aber also wenn ihr auch generell in Freizeitparks, muss ich sagen, ist diese Britta-Flasche der Hit. Disneyland in Paris sind die Wasserspender leider noch zu, geschlossen, was auch immer, noch nicht offen. Ich hoffe, das werden die auch mal bald wieder ändern, weil dann würde ich das mit der Britta-Flasche auch nochmal da probieren, ob es dann auch vom Geschmacklich her geht. Weil dieses Schleppen an Getränken ist wirklich, ach, das geht mir immer so in den Rücken. Also erstmal klare Empfehlung, Britta-Flasche. Dann natürlich der Memory Maker war richtig cool. Das ist im Prinzip der Fotopass für Walt Disney World. Der war ja in unserem Preis integriert. Und es gibt so viele Fotopass-Fotografen, so viele Magic Shots. Gefühlt auf der ganzen Main Street waren fünf, sechs Fotografen, die euch einfach auf der Main Street fotografiert haben, mit dem Schloss im Hintergrund. Und das ist tatsächlich eine Sache, die für mich in Disneyland Paris fehlt. Wir bräuchten viel mehr Fotografen, damit auch der Fotopass, gut, der Fotopass ist bei uns ein bisschen günstiger als da. Aber würde ich mir das für Disneyland Paris wünschen. Und es ist auch super easy gewesen. Meine Begleitung, also meine Mama und ihre Freundinnen, waren auch mal allein unterwegs, wo ich in Universal war, und die haben den Memory Maker einfach allein nutzen können. Sie sind dann zum Fotografen hin, haben deren Karte hingezeigt und haben dann Fotos gemacht und die waren dann in der App drauf. Also ja, die App ist auch super, kann ich auch nochmal als Positives erwähnen. Also die App ist sehr gut, mega übersichtlich. Man hat die Fotos direkt drauf. Man sieht die Wartezeiten, haben auch noch andere Special Features. Also auf jeden Fall die Walt Disney World App, ich weiß gar nicht, wie es gerade heißt, My Experience App, auf jeden Fall runterladen. Ja, dann natürlich, was auch noch geil war, war so Attraktionen wie Flight of Passage, Rise of the Resistance oder Mickey Minnie's Runaway. Das sind natürlich knalle Attraktionen, die wir jetzt so hier im Disneyland Paris oder generell in Europa gar nicht haben. Und dafür ist es halt auch schon mal wert, hinzufliegen und das mal zu erleben. Kann man halt schlecht über die Kamera so vermitteln. Ich habe es euch versucht, über die Kamera zu vermitteln. Ich wäre auch gerne nochmal Flight of Passage gefahren, nochmal Rise of the Resistance, Mickey Minnie bin ich ja, glaube ich, zweimal gefahren. Ja, um das halt nochmal zu erleben. Ja, aber es sind halt auch knalle Attraktionen, die es ja bei uns nicht gibt und deswegen auch nochmal ein Grund, mehr dahin zu fahren. Was auch noch super ist in Walt Disney World, ist die Organisation generell. Also der Airport Shuttle war super organisiert, gar keine Probleme, leicht zu finden. Wir sind ja mit MERS Connect, was im Prinzip vorher der Magical Express war, aber jetzt halt also ist derselbe Bus, nur umgebrandet
und kostet jetzt was. Aber ansonsten ist die Experience gleich, funktioniert super easy. Aber auch Disney Transportation, wer ist der Skyliner, der Bus, die Monorail, das Boot, was wir nicht genutzt haben, das Boot. Finde ich auch ein bisschen schade, ich wäre auch nochmal gerne ein Bötchen gefahren. Also da ist alles super organisiert, fährt sau oft. Klar, es kann mal voll werden, wenn nach Feuerwerk zum Beispiel. Aber da erhöhen sie auch die Kapazitäten der Busse. Also wir haben, glaube ich, nie länger als 15 Minuten oder so auf den Bus warten müssen. Einmal, wo ich zum Animal Kingdom fahren wollte von Epcot. Das hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich glaube, da ist auch der Demand, also die Häufigkeit, wie oft da Gäste hinfahren wollen, nicht so groß. Wir waren auch, glaube ich, nur zwei Gäste oder so, die ins Animal Kingdom fahren wollten. Also generell Organisation und halt auch die Vielfalt am Essen. Das ist auch ein Pluspunkt für Walt Disney World, jetzt auch zum Beispiel im Vergleich zu Paris. Also da gibt es so viele unterschiedliche Restaurants, wenn ich an der Epcot zum Beispiel denke, aber auch ans Magic Kingdom. Und ein Tipp von mir, wenn ihr nicht die großen Esser seid oder viel andere Sachen probieren wollt, bestellt euch die Kids-Menüs. Es ist gar kein Problem, die Kids-Menüs zu bestellen. Klarer Tipp von mir, haben wir auch oft gemacht und die Portionen reichen tatsächlich. Die normalen Portionen sind viel größer und natürlich auch teurer und oftmals reichen auch die Kids-Menüs. Und ja, bleiben wir direkt noch bei Essen. Mobile Order, auch eine super Sache über die App. Da kann man sich vorher was bestellen, eine Uhrzeit auswählen, wenn man es abholen möchte. Und auch alles, also ob Eis oder ob richtiges Essen, Getränke, alles geht über Mobile Order. In jedem Restaurant, glaube ich, gibt es Mobile Order in Walt Disney World. Also das ist auch so eine Sache, die sich über Disneyland Paris auf jeden Fall eine Scheibe davon abschneiden könnte. Das war auch alles super organisiert und mega easy zu benutzen. Ja, generell natürlich auch die Cruise. Also das war immer mein Traum, einmal auf Castaway Cay zu sein. Und ja, da kann ich mir gar nicht genug schwärmen und ich möchte auch irgendwann nochmal nach Castaway Cay, wenn das Wetter ein bisschen schöner ist. Also sonnig war es ja, aber ein bisschen wärmer wäre schon schön. Ja, also generell die Cruise. Also ich liebe Disney Cruises und ich überlege tatsächlich auch jetzt für mein nächstes Jahr vielleicht hier mit der Magic nochmal in Europa zu fahren im Sommer. Die fährt ja auch hier so durchs Mittelmeer. Barcelona, Rom und sowas. Also da muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr, weil ich liebe einfach Disney Cruises. Das ist einfach ein Highlight. Man hat, das Essen ist überragend gut, der Service ist überragend gut. Man kann so viele Disney-Charaktere treffen. Da ist überhaupt nichts los. Also, und auch wenn ihr jetzt genervt seid von Kindern oder auch von den ganzen Disney-Charakteren, dem kann man ganzen entfliehen. Es gibt Erwachsenenbereiche. Ihr könnt, also, ich liebe Disney Cruise. Es ist ein bisschen teurer als wahrscheinlich normale Kreuzfahrten, aber es lohnt sich auf jeden Fall, mindestens einmal mit der Disney Cruise gefahren zu sein. Ja, kommen wir nochmal zu ein paar negativeren Sachen. Also, ich habe gar nicht so viele negative Sachen auf der Liste. Aber zum Beispiel generell so die Shows, also Lion King Show hat mir überhaupt nicht gefallen, aber da muss ich auch sagen, bin ich sehr verwöhnt aus Disneyland Paris. Die Lion King Show ist einfach Spitzenklasse. Da glaube ich, kann generell Disneyland Paris Shows, habe ich mal gehört, also Disneyland Paris hat die einer der besten Shows mit, glaube ich, Disney Tokyo auf der Welt. Also sind wir sehr, sehr verwöhnt mit der Jungle Jive oder Dream and Shine Brighter jetzt oder der Lion King Show. Also wir sind tatsächlich einer der besten Parks, was Shows angeht. Also jetzt natürlich, es gibt Leute, die vielleicht lieben die Lion King Show im Animal Kingdom, ne? Aber mir hat es jetzt zum Beispiel nicht so gefallen. Das Feuerwerk ist natürlich sehr imposant, generell in Walt Disney World. Jetzt rede ich schon wieder so lange, ich wollte gar nicht so lange reden. Harmonious oder auch Enchantment, also dieses, wie hoch das Feuerwerk, wie groß, ne? Die dürfen das halt da machen. In Paris darf man das halt nicht so hoch und laut machen wegen der Bewohner. Und ja, also generell, die Shows waren okay. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ich würde es jetzt vielleicht nicht als negativen Punkt. Das ist halt alles Geschmackssache. Das ist jetzt wie bei Attraktionen. Die einen mögen die Attraktionen, die anderen nicht. Was ich jetzt auch noch nicht so toll fand, dass wir relativ wenig Charaktere hatten. Das war natürlich auch der Pandemie geschuldet, weil man noch mit Abstand fotografieren muss. Das hat sich ja mittlerweile auch geändert. Man darf jetzt auch in Amerika die Charaktere umarmen. Und es gibt wieder Autogramme und alles Mögliche.
Und da habe ich jetzt auch schon tatsächlich gesehen auf Twitter und auf Social Media, dass da viel mehr Charaktere wieder rausgekommen sind. Also die Variation ist da jetzt viel größer an Charakteren. Und das muss ich sagen, hat mich also auch ein bisschen gefehlt. Klar, ich habe dann die Charaktere, die es gab, versucht zu treffen, aber ich war jetzt auch nicht so dahinter, weil ich wusste, okay, es ist einmal mit Abstand. Indoor, da musste man noch die Maske anbehalten. Jetzt bei Miki, die Fotos waren grauenhaft von der Qualität. Und auch mit der Maske. Also ja, generell, das mit den Charakteren fand ich jetzt auch nicht so ganz ideal. Ja, Genie Plus ist auch nur so eine Sache, die man haben wir ja bisher eigentlich nur, haben wir damals ja nur einmal getestet. Und deswegen kann ich mein Fazit da jetzt auch noch nicht so ganz positiv. Also wir haben schon viel geschafft an dem Tag. Aber ich glaube, das alte Fastpass-System aus Walt Disney World war, glaube ich, besser. Ich habe es ja nie selbst erlebt, aber ich glaube, also da muss man ja vorher reservieren, 60 Tage. Das ist natürlich für die Leute, die kurzfristig buchen, natürlich auch ein Nachteil. Also man kann halt Vor- und Nachteile von Genie Plus sehen. Was cool war, Lightning Lane ist natürlich sehr großer Luxus. Also für Rise of the Resistance, Mickey und Avatar zum Beispiel, da haben wir uns ja Lightning Lanes gebucht, was nochmal extra gekostet hat, zwischen 10 und $15. Muss man wissen, ob man das investieren will. Für uns hat sich auf jeden Fall immer gelohnt, weil wir einfach nicht lange anstehen wollten. Ja, und dann noch zum Merch. Ich hatte ja sehr, sehr viel Merch auf meiner Wunschliste, bevor ich hingeflogen bin. Und vieles war halt auch ähnlich wie in Disneyland Paris ausverkauft. Ob es jetzt auch an der Pandemie geschuldet ist, natürlich wahrscheinlich, dass man mit der Produktion und mit der Lieferung nicht hinterherkommt. Aber auch wahrscheinlich auch der Andrang. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, was in den letzten Jahren passiert ist. Der Andrang auf Disney Merch ist wahrscheinlich durch Social Media exponentiell angestiegen. Und irgendwie, wie Natascha Rafalski ja bei uns, wo ich sie getroffen habe, am 12. April gesagt hat, sie hätten nie damit gerechnet, dass das Merchandise so gut verkauft wird zum 30. Geburtstag. Ja, also da müssen sie vielleicht noch ein bisschen hinterherkommen. Aber ich sehe auch immer jetzt auch in Walt Disney World, dass das Merchandise immer wieder zurückkommt auf Social Media. Ich habe jetzt auch gesehen, dass jemand den Leo Jersey, den ich wollte, auch gekauft hat. Den gab es jetzt auch wohl wieder zwischenzeitlich. Naja, egal. Geld gespart. Und ich habe ja genug Sachen gekauft. Könnt ihr euch natürlich auch noch ansehen in meinem Walt Disney World Haul. Verlinke ich euch gerne auch nochmal bei dem i. Ja, und das war jetzt erstmal so mein Fazit länger als gedacht. Ich dachte, ach komm, so 5 bis 10 Minuten. Ach, wenn ich über meinen Redefluss komme, ist ähnlich wie bei Daniel. Was ich noch sagen wollte, in den nächsten Wochen kommt auf jeden Fall noch ein Hotelvideo, also vom Pop Century, das Video kommt noch auf jeden Fall. Und auch noch der Disney Dream Rundgang. Und ich habe tatsächlich noch einige Shows, die ich hochladen muss. Die Schöne und das Beast Show zum Beispiel oder die Kite-Show aus Animal Kingdom. Und auch ganz viele On-Rides, die ich noch habe, die ich auch noch gerne mit euch teilen möchte. Also das sind noch so ein paar Sachen, die auf jeden Fall in den nächsten Wochen und wahrscheinlich noch 1, 2, 3 Monaten noch online gehen, dass ich noch ein bisschen Content habe für euch. Und generell wollte ich auch mich bei euch bedanken. Es hat mir so viel Spaß gemacht, euch auf dieser Reise mitgenommen zu haben. Und das ist auch tatsächlich eine Erinnerung für mich. In ein paar Jahren kann ich mir die Vlogs auch angucken und in Erinnerung schwelgen. Und es ist tatsächlich eine schöne Erinnerung, das auch mit meiner Mama erlebt zu haben. Das sind halt Erinnerungen und auch Fotos, die man so nie vergisst. Tatsächlich. Also es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, euch bei der Reise mitgenommen zu haben. Und auch zukünftig möchte ich euch natürlich auf meinen Reisen mitnehmen. Egal, ob es jetzt Disney oder nicht Disney ist. Ich fliege zum Beispiel nach London im Mai, da möchte ich euch mitnehmen. Oder wir planen ja mit meinem Freund nach Thailand zu fliegen am Ende des Jahres. Da würde ich euch auch gerne ein bisschen mitnehmen. Also ja, mir macht es Spaß, euch auf diesen Reisen mitzunehmen, euch Tipps zu geben, die euch vielleicht dann weiterhelfen oder auch euch zu inspirieren, irgendwo hinzufliegen oder irgendwas zu machen. Deswegen ja, vielen Dank an eure ganzen Kommentare, Likes, Views von der ganzen Reise seit Januar. Es ist ja tatsächlich jetzt schon einige Monate wieder her. Aber nach Disney ist vor Disney, also die nächste Reise kommt bestimmt. Und damit würde ich jetzt sagen, beenden wir das Fazit, sonst wird das Video echt lang. Und ja, einfach nur danke. Vielen Dank an euch alle. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!